Die Anleger im Euroraum müssen wohl weiter mit den Niedrigzinsen leben. Darauf deuten zumindest die jüngsten Beschlüsse der Europäischen Zentralbank hin. Nahezu spiegelbildlich sind die Aktienkurse in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Und das ist unser Thema jetzt mit Wolfgang Jutz. Er ist Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Herr Jutz, was sind denn die Gründe für die zuletzt sehr positiven Börsen? Das wichtige Datum war der 22. Januar 2015, als Mario Draghi als EZB-Chef bekannt gegeben hat, dass die Europäische Zentralbank jetzt jeden Monat 60 Milliarden an Staatsanleihenkäufen plant und die entsprechend vorhat und damit die Geldmengenausweitung erheblich nach oben schraubt. Das hatte dann wiederum zur Folge, dass im Gegenzug die Währungen aufgewertet sind und der Euro spiegelbildlich abgewertet ist. Und auf dieser Folge hin konnten sich die Unternehmen, gerade die exportorientierten Unternehmen im Euroraum, erheblich davon profitieren, weil man davon ausgeht, dass etwa 50% der Umsätze außerhalb des Euroraums gemacht wird und die Unternehmensgewinne dadurch erheblich ansteigen dürften. Und der dritte Grund ist der gefallene Ölpreis, der zusätzlich eine Sonderkonjunktur für die Eurozone bringen dürfte. Und ganz besonders dürfte der DAX bzw. die deutschen Aktien davon profitieren, weil wir sehr stark exportabhängig sind. Viele Anleger fragen sich jetzt natürlich, sind die Kurse nicht schon viel zu stark gestiegen? Viele hatten ja fürs Gesamtjahr ca. 11.000 Punkte prognostiziert. Das hat der DAX fast schon in den ersten Wochen und Monaten des Jahres erreicht. Was glauben Sie, kann das einfach so weitergehen? Es wird sicherlich nicht so weitergehen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass an Aktien langfristig kein Weg dran vorbeiführt. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es auf der Zinsseite nichts mehr zu verdienen gibt und die Risiken entsprechend gestiegen sind. Also zu Aktien führt langfristig kein Weg dran vorbei. Man muss also schauen, dass man entsprechend aus der aktuellen Situation das Beste draus macht. Aus meiner Sicht werden die Schwankungen an den Aktienmärkten zunehmen. Dazu tragen allein die Risiken dabei, die wir jetzt in Griechenland sehen, die in der Ukraine sehen, die ganzen geopolitischen Risiken führen zu einer stärkeren Schaukelbörse. Und nicht zuletzt im letzten Oktober haben wir ja auch einen Kursrückgang gesehen, der einfach mal dazu geführt hat, dass der DAX mal unter 8.500 Punkte gefallen ist. Und so, denke ich, sollten die Anleger auch diese Situation dann nutzen, Schwankungen zum Kursaufbau nutzen und auch mal Gewinne mitnehmen, wenn die Aktienmärkte gut stehen. Sie haben vorhin schon von der Zinssituation gesprochen, auch von der Europäischen Zentralbank. Wie tief können die Zinsen denn noch fallen? Sie sind ja faktisch schon bei Null in der Eurozone. Wie lautet Ihre Zinseinschätzung? Das stimmt, die Zinsen sind bei Null. Aus meiner Sicht werden sie wahrscheinlich sogar noch unter Null fallen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft dabei. Man darf zum einen, muss man sehen, dass die Nachfrage nach Anleihen, dass die weiterhin hoch sein wird, aufgrund der gestiegenen Geldmenge und der massiven Position, die die Europäische Zentralbank einnimmt. Die andere Seite ist, von der Angebotsseite dürfte das Angebot nicht zu groß werden, weil beispielsweise in Deutschland eine schwarze Null steht und keine neuen Schulden gemacht werden und auch in vielen anderen europäischen Ländern die Schuldenaufnahme eher gedämpft sein dürfte, so dass von der Seite her die Zinsen weiterhin niedrig sein dürften. Mein Fazit ist, die Zinsen werden auf ganz lange Zeit niedrig bleiben und Null ist keine Untergrenze, sondern die Zinsen können auch ins Negative gehen, insbesondere wenn die Kurse weiterhin angetrieben werden. Ein weiterer Faktor für dieses Jahr sind nicht nur die Zinsen, sondern auch die politischen Risiken, die wir gerade in Europa sehen. Wir haben beispielsweise neue Wahlen, nicht nur in Griechenland, die wir ja schon am Jahresstart gesehen hatten, sondern auch in Spanien und England. Wie schätzen Sie die politischen Risiken ein? Die politischen Risiken nehmen ganz eindeutig zu. Wir sehen ja gerade die Situation in Griechenland, wie sie eskaliert ist. Auch in der Ukraine ist die Situation eskaliert. Und Wahlen bergen immer Risiken. Insbesondere wenn jetzt sich Kräfte stärken, die den Sparkurs aufkündigen wollen innerhalb der Eurozone. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die muss man im Auge behalten. Aus meiner Sicht ist eine der besten Sachen, sich dagegen zu versichern, indem man das Risiko streut, und zwar weltweit streut. Ein Beispiel vielleicht noch, ich kann mich vor einigen Jahren daran erinnern, dass der amerikanische Professor Robert Schiller dem norwegischen Staatsfonds dazu geraten hat, sein Ölexposure zu reduzieren, also seine Anlagen nicht in Ölwerten anzulegen, weil das Ölrisiko aus dem eigenen Land jetzt relativ hoch ist. Und so, denke ich, sollten auch die Anleger nicht den Fokus auf die Eurozone haben, weil sie ja schon in der Eurozone sowieso sehr hoch investiert sind, breit weltweit streuen, um so auch politische Risiken zu vermeiden oder zu verringern.
Wie lautet denn Ihre Empfehlung, Ihre Ansicht zur Anlagestrategie vor dem eben geschilderten Hintergrund? Ich denke, zunächst mal ist eine taktische, eine strategische Aufteilung von enormer Bedeutung, die eine gewisse Aktienquote, aber auch eine Anleihenquote beinhaltet. Und zweitens sollte diese Anlagestrategie weltweit ausgerichtet sein und nicht den Schwerpunkt auf die Eurozone bzw. auf Deutschland legen. Und drittens, denke ich, sollte immer eine taktische Liquidität gehalten werden, um aus den aktuellen Schwankungen seine Vorteile zu ziehen. Denn alleine aus Buy and Hold lassen sich bei den jetzigen niedrigen Zinsen kaum Erträge generieren. Also machen wir den Faden drum, sozusagen die rote Schleife drum um dieses Gespräch, Herr Jutz. Wie lautet Ihr Fazit? Mein Fazit ist, man sollte mit kontrollierter Offensive agieren, ähnlich wie beim Fußball. Muss natürlich hinten die Null stehen, das heißt, man darf hinten keine Tore zulassen. Das heißt, defensive Titel und defensive Anlageformen gehören natürlich ganz klar dazu. Aber vorne müssen auch Tore geschossen werden, um zu gewinnen, und dazu gehören eben auch Aktien. Also ohne Aktien geht es nicht, auch im Jahre 2015, das sagt Wolfgang Jutz, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Credo Vermögensmanagement hier auf dem Börsenparkett in Frankfurt. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.